willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute mal so ein bisschen anders. Es ist auch ein veganes Kochvideo. Heute werde ich allerdings so ein bisschen eine Art Baukastenprinzip mit an die Hand geben. Das heißt, wir werden uns erstmal um die einzelnen Sachen kümmern, wie die Basis, die Toppings, das, was man noch so oben drauf tun kann und wie man eine Soße zusammenmischen kann. Das heißt, fühlt euch nicht so ein bisschen erschlagen, guckt euch das Video komplett an und danach werdet ihr auf jeden Fall eine gute Inspiration haben und gute Werkzeuge und gute Zutaten, um wirklich jeden Tag Ahnung zu haben, was ihr zu Hause essen könnt. Ihr könnt es super gut anpassen auf alles, was ihr sowieso im Kühlschrank habt und wo ihr sagt, ich muss das irgendwie loswerden. Also viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr mehr Lust habt auf vegane Kochvideos, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen mit einem Däumchen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und guten Appetit, wenn ihr was nachkocht. Lasst uns mit der Basis einer jeder Bowl starten. Hier kannst du deiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Von Reis über Hülsenfrüchten bis zu Nudeln kann man wirklich alles nehmen. Und für meine heutigen Bowls habe ich mir drei Optionen vorbereitet. Unsere liebste Basis ist Sushi-Reis. Und den Reis bereite ich am liebsten in einem Reiskocher vor, weil es einfach am schnellsten geht. Aber man kann es natürlich auch ganz einfach nach Packungsanweisung in einem Topf zubereiten. Eine weitere tolle Basis für Bowls ist Quinoa. Super schnell zubereitet, proteinreich und von der Konsistenz super für Bowls, die etwas leichter werden sollen. Wenn du der absolute Pasta-Lover bist, so wie ich, dann kann ich dir für etwas mehr Abwechslung und Leichtigkeit ein paar Linsennudeln bzw. in diesem Fall Spaghetti vorschlagen. Nun einmal zu den Toppings. Man kann wirklich alles Mögliche auf seine Bowl machen. Man kann es sich wie einen getrennten Salat vorstellen. Ich habe dir heute mal 10 Optionen vorbereitet, die dich für deine Bowl inspirieren könnten. Als schnelles Topping eignen sich wunderbar jegliche Art von Gemüse und Obstsorten. Besonders gerne habe ich persönlich eine leckere Mango, die in Würfeln zubereitet wird oder auch mal in Scheiben. Und des Weiteren kann sich eine Avocado auch sehr, sehr gut machen. Hier entscheide ich mich dann je nach Härtegrad, ob ich die Avocado in Scheiben schneide oder direkt zu einer Guacamole verarbeite. Diesmal wurde es eindeutig eine Guacamole mit etwas Limette, Koriander und ein paar Gewürzen. Auch Radieschen lassen sich super schnell in Scheiben schneiden, sind dabei nicht nur super lecker, sondern geben dem Gericht auch farblich eine sehr schöne Note. Und da reiht sich auch der Rotkohl super ein. Schnell zu schnibbeln und gibt der Bowl nochmal so die gewisse Frische. Bestimmt haben super viele von euch auch immer wieder Karotten daheim und auch die lassen sich flott hobeln und mit auf die Bowl packen. Falls du für dein Topping etwas mehr Zeit hast, dann könnte Brokkoli das Richtige sein. Ich lasse den meistens einfach nur schnell 5 Minuten im Wasser mit etwas Salz kochen und dann garniere ich ihn später auf die Bowl. Gleiches gilt dann auch für Edamambohnen. Einfach 5 Minuten mit ins Salzwasser kochen und dann später ab auf die Teller. Und falls du vielleicht doch noch etwas mehr Zeit für Toppings aufbringen kannst, dann kann ich dir auf jeden Fall knusprig zubereiteten Tofu oder auch leckere knusprige Kichererbsen empfehlen. Den Tofu schneide ich dann einfach nur in Würfeln, gebe den dann in eine Tüte mit etwas Öl und mit deiner liebsten Gewürzmischung. Dann kommt noch ungefähr ein Esslöffel Stärke hinzu und das Ganze wird dann ordentlich vermischt und kommt dann später noch auf ein Backblech. Ähnliches kannst du dann auch mit den Kichererbsen machen. Also Kichererbsen einmal aus der Dose raus, abtropfen lassen, etwas Öl dazu, deine liebste Gewürzmischung und ordentlich umrühren und dann ebenfalls auf das Backblech verteilen. Beides kann dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 bis maximal 30 Minuten in den Ofen. Schau einfach, dass du wirklich deinen gewünschten Knusprigkeitsgrad erreichst. Und falls du nur noch Lust hast, die Pfanne auszupacken, dann kann ich dir wirklich mal Jackfruit empfehlen auszutesten. Ich habe persönlich noch nicht zu 100% raus, wie ich das am besten zubereite, aber vielleicht hast du eine super leckere Idee für mich. Falls ja, dann schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und die Toppings sind nun vorbereitet und jetzt würde ich sagen, lass uns mal zu den Add-ons kommen. Add-ons sind so das kleine, aber gewisse Extra, die nicht nur für das Auge toll aussehen, sondern auch geschmacklich deine Bowl nochmal so richtig abrunden können. An dieser Stelle habe ich 9 Ideen für dich und lass uns gerne in den Kommentaren noch mehr Ideen sammeln. Wie wäre es vielleicht mit ein paar Cashewkernen oder ein paar gehackte Erdnüsse oder super lecker finde ich auch noch etwas gerösteten Sesam. Etwas Biberitze kann nochmal was Fruchtiges mit auf die Bowl bringen und vielleicht willst du aber doch irgendwie diesen Zwiebeling-Kick. Dafür eignen sich super frische Frühlingszwiebeln oder auch geröstete Zwiebeln. Super lecker finde ich persönlich auch Koriander, auch wenn ich weiß, dass viele es nicht mögen. Und sogar etwas Pfefferminze. Wahrscheinlich etwas untypisch, aber wenn ihr Minze mögt, dann kann es wirklich nochmal richtig, richtig geil auf der Bowl sein. Und für etwas Frische oder auch Säure eignet sich eine Limette super gut, vor allen Dingen in Kombination mit der Guacamole dann. Nun haben wir fast alles zusammen und uns fehlt nur noch die passende Soße. Genau das macht die Bowl nämlich nochmal ganz besonders. Ich werde dir erklären, woraus eine Soße bestehen kann.
und dir drei verschiedene Inspirationen geben. Eine Soße kann aus 7 Komponenten bestehen, wenn du das komplette Geschmackserlebnis ausreizen möchtest. Als Basis verwende ich für meine Bowl-Soßen einen Nussmus, in diesem Fall zum Beispiel Erdnuss, Cashew oder Sesammus. Und um die salzige Komponente hinzuzufügen, greife ich sehr gerne zu Sojasauce oder auch Misopaste und ab und zu sehr gerne auch zu beidem gleichzeitig. Zum Ausgleich kann eine saure Komponente hinzugefügt werden, hier allerdings wirklich vorsichtig und Stück für Stück. Ich verwende beispielsweise Reisessig, Apfelessig oder, falls es etwas frischer werden soll, Limette oder auch Zitrone. Das, was eben meistens daheim ist. Die süße Komponente darf gerade bei asiatisch angehauchten Bowls nicht fehlen. Hierfür greife ich am liebsten zu Ahornsirup, aber jegliche andere Alternative funktioniert hier natürlich genauso gut. Den scharfen Teil der Soße mag nicht unbedingt jeder, aber ab und zu kommt bei uns dann doch etwas Sriracha oder alternativ auch Tabasco mit rein. Und als Geschmacksträger kannst du dann wahlweise noch etwas Öl hinzufügen. Ich persönlich habe super gerne einfach so einen kleinen Schuss geröstetes Sesamöl. Und ganz am Ende kannst du dann auch entscheiden, ob deine Soße noch etwas dünnflüssiger werden soll. Dann kannst du das Ganze einfach mit etwas Wasser strecken. Damit du dir jetzt aber was darunter vorstellen kannst, habe ich dir einmal 3 Soßen als Beispiel zubereitet. Lass uns erstmal mit einer Soße auf Sesammus-Basis starten. Dafür habe ich 2 Esslöffel Sesammus verwendet und für die salzige Komponente kam dann noch ein Schuss Sojasauce dazu. Dann ein Schuss Apfelessig, für etwas mehr Süße dann etwas Dattelsirup und dann folgte noch etwas Avocadoöl und Wasser zum Strecken. Fertig ist dann auch schon die erste leckere Bowl-Soße. Klingt wild, aber ich verspreche euch, es schmeckt echt geil. Die zweite Soße habe ich auf Cashew-Basis gemacht, also wieder einmal 2 Esslöffel Cashew-Mousse, dann etwas Miso-Paste und Reisessig dazu, dann schon mal etwas Wasser, um das Ganze zu strecken und für die Süße folgt dann etwas Ahornsirup und da es diesmal etwas scharf sein darf, kommt dann auch noch etwas Sriracha dazu und um alles dann abzurunden, noch etwas geröstetes Sesamöl. Ich liebe das Zeug einfach, es riecht einfach so gut. Und auch dann ist die zweite Soße schon fertig. Die dritte Soße habe ich dann etwas simpler gestaltet. Dafür habe ich mir 2 Esslöffel Erdnussmus geschnappt, etwas Sojasauce und Ahornsirup und Wasser. Ihr könnt die süße Komponente hier zum Beispiel auch super easy weglassen. Benutze ich super oft auch als Dip für Sommerrollen. Und das alles wird dann einmal miteinander verrührt und dann habt ihr es auch schon wieder. Endlich kann es jetzt auch mit den 6 Beispiel-Bowls losgehen. Lasst uns mit den beiden Bowls auf Sushi-Reis-Basis beginnen. Nachdem ich die Basis, in diesem Fall also den Sushi-Reis, einmal in den Teller gegeben habe, füge ich eigentlich immer die Soße hinzu und meist auch gar nicht so wenig. In diesem Fall habe ich die Cashew-Soße hinzugefügt. Als Topping kam dann etwas Jackfruit, Guacamole, Edamame, Rotkohl, Karotte und Radieschen hinzu. Und am besten lässt es, wie ich finde, sich das Ganze wirklich irgendwie mit den Händen garnieren. Für das gewisse Extra folgte dann etwas Biberitze, Cashews und gerösteter Sesam. Und fertig ist ein Bowl Nummer 1. Auch bei der zweiten Bowl starten wir mit dem Sushi und diesmal verwende ich die Soße auf Erdnussmus-Basis. Obendrauf folgt dann der knusprige Tofu und ein paar knusprige Kichererbsen. Dann folgt etwas Mango, Rotkohl, Brokkoli und Karotte und als Add-on füge ich dann ein paar geröstete Zwiebel, Cashews und frische Frühlingszwiebeln mit hinzu. Nun zur ersten Quinoa Bowl. Hier habe ich mich für die Soße auf Sesammus-Basis entschieden. Die Kichererbsen verteile ich dann einmal komplett darüber und füge dann etwas Guacamole dazu. Und daraufhin folgt dann Mango, Karotte, Edamame, Rotkohl, Radieschen und etwas Jackfruit. Als Extra gibt es dann etwas Biberitze und ein paar gehackte Erdnüsse, ein paar Frühlingszwiebeln, etwas Minze und zur Deko eine Limette obendrauf. Bei der zweiten Quinoa Bowl habe ich mich für die Erdnusssoße entschieden. Dann gab es etwas Tofu, Brokkoli, Cashews, Rotkohl und Guacamole obendrauf. Auf die Guacamole folgte dann etwas Biberitze und daneben etwas Jackfruit, inklusive ein paar Frühlingszwiebeln und knusprig wird es dann noch mit ein paar gerösteten Zwiebeln und etwas Sesam. Wie ihr seht, mache ich das wirklich so ein bisschen Freischnauze und es ist wirklich perfekt für Dinge, die ihr eh schon im Kühlschrank habt und euch denkt, hey, ich muss ja irgendwie was daraus machen. Auch Nudeln eignen sich, wie gesagt, wunderbar für Bowls. Hier einmal 2 Varianten mit Linsenspaghetti. Neben den Kichererbsen folgte die Soße auf Sesammus-Basis, dann ein paar Edamame, etwas Rotkohl und Radieschen obendrauf. Hier gab es dann noch etwas Biberitze drauf, eine Limette zur Deko, gehackte Erdnüsse und ordentlich Sesam.
Die zweite Nudelvariante habe ich mit der Cashew-Soße vorbereitet. Daraufhin folgte dann die Guacamole, eine Limette, Karotten, Jackfruit, ein paar Cashews, etwas Brokkoli, etwas geröstete Zwiebeln und darauf noch ein paar Edamambohnen. Als Add-on gab es dann noch zusätzlich etwas Biberitze, Sesam und für die Frische etwas Pfefferminze. Ich hoffe wirklich so sehr, dass euch diese 6 sehr wilden Ideen etwas Inspiration für eure eigenen Bowls geben konnten. Ich bin super gespannt, welche Bowl euch am besten gefallen hat. Lasst es mich einmal sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Und vielleicht habt ihr ja noch eine super coole Idee als Topping. Dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, weil ich lasse mich auch immer super, super gerne inspirieren. Falls ihr Wünsche habt für das nächste Kochvideo, lasst es mich wie immer sehr gerne wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, sehr gerne Daumen nach oben. Dermot und ich, wir freuen uns sehr, da diese Videos auf jeden Fall immer ein sehr, sehr großer Aufwand sind, aber dafür auch immer super lecker. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich verlinke euch hier einmal das vegane Pasta-Rezepte-Video, falls ihr ein bisschen Lust auf Pasta habt. Hier unten könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!